2,5D Jump and Run Cost vom Feinsten erwartet uns auch heute hoffentlich wieder bei Wario World. Willkommen zurück und ich muss erstmal gucken, wo es denn weitergeht hier in dieser Rankenwelt, in diesem Level. Da unten aus dem Brunnen sind wir gekommen. Da ist ein böser Bock. Wobei, so böse ist er gar nicht. Wario ist so böse. Er nimmt ihn und macht das, wenn das die Peter sieht. So, jetzt muss ich mich echt mal orientieren. Ah, warte, da waren wir doch. Bin ich hier nicht irgendwo hergekommen? Lucky Lucky machen. Ach ja, wir hatten die Sache mit den Magneten. Was so viel heißt wie, ich brauche die hier irgendwo, ne? Hör mal auf, Magneten attackieren mich. Auch noch mit Erfolg. Bams. Soll ich den nächsten mitnehmen? Ne, er landet da unten. So. Dann weiß ich ja, was verlangt ist. Alter, die schocken mich. Der nächste Knoblauchautomat gehört mir, ey. Ja, dass sie immer im Doppelpack kommen, das kann schon mal verheerend sein. So, Bums. Verschwinde. Ich glaube, das ist jetzt ein neuer Bereich. Da waren wir noch nicht. Gegner ist für die eine komische Blume. Gib mir Energie, ich will nicht abkratzen. Ziemlich ungern, ja. Sei nicht so bockig. Aber ich bin noch einer. Ja und? Hier crab ich einen Schatz ab. Ey! Das war leicht unfair. Ja, tolle Wurst. Ich kann jetzt hier unten zusehen, ne? Critical Hit! Hab's. Ich weiß jetzt nicht, wo ich wieder rausgelassen werde. Ganz am Anfang, das ist gut. Ich habe aber gesehen... Ich verstehe die Problematik. Wir arbeiten zusammen. Fies. Bomben. Ein sauer verdientes Geld los. Am Ende des Abenteuers hat Wario keinen Plus gemacht, wenn es so weitergeht. Konzentration. Soll man keinen einen Bock aufbinden. Die kommen halt permanent. Ich habe nur gesehen, dass da unten irgendwie was ist. Nicht nur... Oh, Energie. Na gut, dann bleibe ich erstmal oben. Keine Ahnung hat, wo es lang geht, Mann. Oder war das doch der Weg? Erstmal das abgraben. Ich mache jetzt einfach mal Geronimo. Das war doch der richtige Weg. Hallo, da bin ich wieder. Hat diesmal gar nicht so lange gedauert, was? Ist das ätzend? Im Ernst? Geht mir auf die Ömme! Ich bin hier so ungern! Naja, wer ist hier schon gerne, oder? Das heißt, ich mache jetzt einfach mal ganz gewagt. Toll, wäre ich den Weg mal weitergegangen. Aber gut. Man ist hinterher immer schlauer als vorher. Oder sagen wir meistens. Ah, vorsichtig. Trotzdem zielgerichtet und bestimmt. Ich gönn mir. Ich habe ja gesagt, ich gönn mir also. Also ist er nie ohne Grund da. Da kommt gleich was ziemlich Böses. Oder sind wir sogar schon wieder am Ende des Levels angelangt? Ach, da haben wir wieder so eine verdammte Eichel. So, umdrehen. Einfach auf die wunderschöne Knospe werfen. Sie haben die schönsten Knospen im ganzen Land. Oh, danke schön. Das ist kein Treffer. Komm schon! Es ist zum Verzweifeln. Es ist nicht so ganz astrein. Es
jetzt nicht so ganz astrein. Das ist, denke ich mal, wie man es nennen könnte. Also einfach nur normal werfen. Na gut. Wenn ihr das sagt. Eigentlich könnte ich da vorbei, so von der Logik. Aber das Spiel will lieber unlogisch bleiben. Na gut. Hau rück. Und schwupps. Dich habe ich rechtzeitig. Und schwupps. Hahaha. Mit Zins und Zinseszins wird zurückgezahlt. Oh, da oben sieht es spannend aus. Aber noch sind wir nicht da. Du hörst mal auf mit den Faxen. Kann ich dich einfach so werfen, so normal? Warum nicht? Ups. Wenn man das so machen muss mit Schmackes. Hör mal auf, mich zu stressen. Ich habe nie so einen unfreundlichen Magneten gesehen in meinem Leben. Hau ruck. Kampfarena! Bam, 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 bam. So, jetzt hol ich mir so einen dicken. Für euch Bocke! Alter! Situation eskaliert! Reicht aber nicht für die dicken Gorillas hier. Warum nicht? Es muss reichen! Bam, 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 bam. Wunderbar, Freunde. Ich weiß, ich gewinne mit meinem Kommentationsstil gerade auch keinen Oscar. Aber der deutsche Film- und Fernsehpreis, der reicht mir erstmal auch. Das Bambi, ne? Das reicht mir auch. Die Böcke erinnern doch ein bisschen an Bambi. Haben zwar eigentlich gar nichts damit zu tun, aber hey, hat gut gepasst. Wie bitte? Bin ich froh, dass man in dem Spiel direkt da weitermachen kann, wo man abgekratzt ist. Aber den Preis bekomme ich nicht. Wie fies. Warum nicht? Ich habe mir verdient. Mühe gegeben habe ich mir. Das kann mir keiner verdenken. So, dann kommt meine von euch her. Die kleinen Blocken sogar. Was ist mit euch kaputt, Jungs? So Fliegerkrallen. Und dann stehen im Weg die Fatzkes. Warum? Also die Gegner und Bosse manchmal. Ich meine, das ist ja nur ein kleiner Zwischenboss, aber... Also kennen wir ihn schon. Trotzdem. Also manchmal... Wenigstens zählt es so schon. Wir müssen gar nicht aufladen. Gut zu wissen. Wieder was gelernt. Vielleicht wieder vergessen. Wie wär's damit? Das war ein schlechter Zeitpunkt. Fail! Der fällt runter. Heute ist was los, ey. Heute geht alles schief. Das mit Erfolg. Jetzt hätte ich den Rest geben können. Ha, ha, ha. Verschwinde, Mann! Oder bringt das was hier in der Mitte? Hätte das sein können. Ich schließe hier gar nichts mehr aus, du. Warum geht's weiter? Jetzt muss ich hier wieder einen holen. Ja, im Moment ist das Spiel sehr... unspektakulär aufgebaut. Immer wieder dasselbe wiederholen. Ist ja mal nicht verkehrt, aber zu linear. Kann auch mal auf die Nerven gehen. Dann komm mal her, Spaten. So, es ist ja, glaube ich, sogar... Ja, eigentlich schon, natürlich. Der zweite Level der dritten Welt, was so viel heißt wie, wir haben gleich zwei Bosse, ne? Der Boss dieses Levels und der Boss der Welt. Sensationell.
Und dann kommt eine noch schwerere Welt. Aber okay, es müsste dann die letzte reguläre sein. Von dem her freue ich mich drauf. Komm, dreht euch um, ihr seid voll schief, ihr dornigen Kastanien. Seid ihr Kastanien? Darf ich es nochmal hinterfragen? Bums! Der Zoom klippt gar nicht auf die Ömmel, ey. Hier ist noch ein Weg. Ich merk's. Ich wurde verfolgt. Alter. So, setz mal ein. Wie viele haben wir? 5 braucht's. Sind nicht ohne Grund so viele hier. Unfassbar. Aber wir haben genug Kristalle. Das ist gut. Wäre jetzt auch ein bisschen hart gewesen, wenn ich mich nochmal auf die Suche hätte machen müssen. So, wen haben wir denn da? Mit so gut wie keiner Energie mehr stelle ich mich. I think I spider. Ich glaube, ich spinne. Mario, was sollte das denn? Hat's gejuckt, ja? Erinnert mich ein bisschen an Donkey Kong Country 3. So, was ist das Schema? Was soll ich tun? Ich sehe schon mal einen Schwachpunkt. Die Frage, komme ich... Sinnvollerweise komme ich auf dem Netz nicht besonders weit. Und dann Stampfattacke. Ja, Treffen wäre halt eine geile Sache gewesen. Nee, der wird mich sowieso kalt machen. Ich bin mit so gut wie keiner Energie mehr hier hingekommen. Wie konnte ich das noch verdösbatteln? Also lautet hier die Devise, abwarten wie ein Klappspaten? Die hat einiges drauf. Soll ich lieber den Kopf oder lieber hinten? Oder ist es Wumpe? So, jetzt kannst du was erleben, du. Dann drehst du durch, Freundchen. Dann musst du durchdrehen. Alles klar. Gar nicht mal so schwer. Hey, da war eine Münze. Wo ist sie hin? Die Devise lautet abwarten und Tee trinken und geduldig. Einmal zuschlagen. Etwa so. Vielleicht wird es immer schneller, wann er die, schneller die Kugeln holt. Und du hast nichts aus deinem Fehler gelernt. Deswegen spüre den zweiten Wurf. Das läuft doch. Und wie wir es von Wario World gewohnt sind, irgendwie verändern sich die Boss-Schemen nicht. Wow. Doch der kam eben schneller, die Energiewelle. Wir haben einen lernenden Boss-Gegner. Finde aber cool, das ist ganz nett. Ein netter Bursch. So, ich mache das hier also mit einem halben Energiestück. Ist das richtig? I do my best, Freunde. Ja, I do my best. Wir haben ja noch was vor uns, deswegen will ich mich hier gar nicht so doof anstellen. Wie ihr es von mir gewohnt seid. Oh, oh, oh. Ah, guck mal, ein bisschen zielsuchend. Schweine. Und jetzt voll auf die Ömer. Ja, den richtigen Zeitpunkt abzutimen, wann man die Stampfattacke machen soll, ist ein bisschen schwierig, weil man halt auch ein bisschen angesogen wird und der Sprung ist halt anders, weil wir halt im Flug quasi sind. So. Also offensichtlich
Wenn man erstmal weiß, wie es geht, ist dieser Bosskampf kaum noch der Rede wert. An seiner Stelle würde ich diese Attacke einfach gar nicht mehr machen. Denn sie bringt ja auch nichts. Oh fuck, das war's. Ja, wenn ich nicht treffe. Aber ich muss mir zugute halten, ich habe den Kampf auch begonnen mit so gut wie keiner Energie mehr. Geduldsprobe. Perfekt. Wie für mich gemacht? Mehr hätte ich mir gar nicht wünschen können. Mein lieber Horst. Ich weiß nicht, wie er heißt. Jetzt heißt er Horst. Und das wird der ultimative Dreher. Ich drehe durch. Er ist der Beste. Nimmt nicht nur die Reste. Na gut, es geht so. Man hätte sich besser anstellen können. Entschuldigt bitte, Freunde. So, und wenn mich nicht alles täuscht, weil es so schön war, gönnen wir uns den Bosskampf der dritten Welt. Durch die Blätter. Warum nicht? Was? Oh, wie fies. Ich habe mich wieder weggedönert. Da bin ich selber schuld, Nash. Ah, warte. Zack. Zack, die Bohne. Ich habe gedacht, ich lande jetzt trotzdem im Bosskampf. Aber aus welchen Gründen auch immer landet man in dieser Lava wieder am Anfang der Weltenübersicht. Okay, merken wir uns für gleich. Valhalla, Machotaurus Kraftprobe. Oder Machotaurus. Das erinnert mich an den Typi aus Wario Land 1, dieses muskelbepackte. Das ist er jedenfalls nicht. Sieht eher aus wie ein Schwein, oder? Vom Gesicht her. Soll aussehen wie ein Minotaurus, aber. So, versuche ich mir dir mal ein bisschen was auf die Ömme zu geben. Klappt nur bedingt. Also er dreht sich. Was tun? Alter, bring den Spieler zum Abstürzen fast. Irgendwas muss er ja vorhaben, offensichtlich. Das zieht ihm keine Energie ab. Na, dann lasse ich dich nochmal machen und guck mir mal an, was passiert. Tolle Wurst, ehrlich. Ich muss ihn rauskicken. Das war die falsche Seite. Er hat den Halt verloren. Und er ist verdammt komisch drauf. Was war das? Ich dachte, er wäre vielleicht in die Lava gefallen und ist deswegen zurückgejumpt, aber nee. Hinterlässt mir noch viele Fragen, dieser Bosskampf. Bums! Ich kann ihn aber nicht. Mangelt mir einfach daran zu wissen, was er will. Er ist auch eben in die Lava gekommen, aber es juckt ihn nicht. Vielleicht dasselbe wie eben, also ich meine im Sinne von, wenn ich erstmal weiß, wie es geht, wird ich gar nicht mehr so schwer. Dann nimm Kurs auf mich. Er muss ja so hampeln und dann vielleicht. Komisch. Ich krieg
Albträume von dir. Was hat das Spiel für kranke, komische Bosse? Ich komme nicht drauf, was die wollen. Auch gut. Wir können hier die Stampfattacke machen und... In dem Moment... Ah, okay. Ich habe mich schon gefragt, wofür ist das, dass er Stampfattacke macht und irgendwie nur bedingt was davon hat. Wie ich schon prophezeit habe, man hat da nicht allzu viel davon. Und schon geht es rucki-zucki, wenn man weiß, wie es geht. Aber er wollte mich eben schon ein bisschen austricksen. Blöd ist es auch irgendwie laggy, aus welchen Gründen auch immer. Na komm, trau dich. Zielsuchende Kacke wieder. How about no? Ui, ein drittes Mal. Dann war der Zeitpunkt fail. Das zählt nicht. Lux! Jetzt. Ups. Also weiß ich Bescheid. Mit jedem Mal wird er einmal mehr seine komische Ramme-Attacke ausführen. Hoffentlich. Wahrscheinlich. Offensichtlich. Lass es. Holger. Ich taufte dich auf den Namen Holger. Bye bye. Wobei dreimal jetzt schon ausreichend ist. Macht er das noch? Beim fünften Mal fünfmal, das wäre irgendwie ein bisschen komisch, aber ich bin gewarnt. Darf du das deine Pirouettendrehungen sein? Wofür hältst du dich? Entweder du bist Bodybuilder oder Balletttänzer, beides geht nicht. Naja, geht schon, offensichtlich. Eins, zwei, drei. Tatsächlich noch ein viertes Mal. Wenn er meint, wenn er meint. Komisch, dass so laggy ist, aber... Mein Gott, müssen wir drüber hinwegsehen. So. Kaum weiß ich, wie es funktioniert. Kann er mir auch schon nichts mehr. Ja, kaum kannst du versuchen, bis du schwarz wirst. Eins. Zwei. Drei. Ja. Und das fünfte Mal. Müsste das letzte Mal sein! In dem Moment trifft er mich. Was ist denn hier los? Wario, lieg nicht da wie ein Stück Fleisch. Oh. Das war, ja, der Matchball für einen von beiden. Offensichtlich für, für ihn. Eins, zwei, drei, vier. Und noch ein fünftes Mal. Und tschüss, Mann, geh baden! Warmbadetag! Boah, hartes Stück Arbeit, aber am Ende... Geht er down, geht er down, geht er down. Lass dich zurecht feiern, mein Digga! Sehr schön, dann wartet nur noch eine einzige Welt auf uns. Die vierte. Also bis vier zählen kann ich noch. Alright. Das Ding rechts ist es. Okay. Noch ein kleines bisschen. Dann kommen wir zum sagenumwobenen Schatz. Oder ist es das böse Juwel? Das saven wir natürlich ab. Ich springe in die Lava und bin dann wieder hier. Und ja, Welt 4 wartet dann im nächsten Part auf uns. In die Richtung geht das. Oha, seid gespannt und bis zum nächsten Mal. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Bis dann und ciao.